Scheint auch bei mir irgendwas. Nochmal. Immer mal einen Neustart. Spiel starten. Ja, auf Mittelstufe ist schon richtig und dann Spiel starten. Okay. Mrs. Parzival ist auch da. Kuckuck. Hihi. Wird weiter geknuddelt. Ja, jetzt kann ich besser lesen. Nee, es wird nicht weiter geknuddelt. Jetzt wird gespielt. Ja, jetzt muss ich lieb sein, darf nicht mehr mobben. Seit wann interessiert dich, ob du lieb sein musst? Doch, doch. So, Spielerliste? Oder trittst du einfach bei? Ich bin bei dir da was beigetreten, glaube ich. Du machst jetzt erstmal weiter. Ich komme in dein Spiel. Du horchst es. Ich horste? Ja. Okay. Du horchst es. Figure out where I am. Find out what happened. Then knock it down, hoop style. Ich muss aber bei mir neu starten, weil ich hatte gar keinen Ton irgendwo. Bewegen. Was? Ja gut, ich brauche ja gar nichts mehr machen. Ja, das funktioniert also auch so. Plan ist aufgegangen. This is freaking awesome. Wo ist es? Deutsch? Gar nicht. Was steht denn da? Aber wie um alles in der Welt? Ja, stimmt. Schatz? Ja. Interagier mit dem Computer. Na gut, dann tun wir das mal. I'm guessing this isn't the only Männlein. I should keep searching and see what else I can turn up. Wie war das nochmal mit dem Sammeln? Schatz? Ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Ich habe zwar ein IQ von 150, aber das ist mir gerade entfallen. Echt? Ja. Okay. Du hast keine 30 Minuten Ruhe, wenn Parzi eine Banane kriegt. Das dauert keine 5 Minuten, fängt er wieder an zu weinen. Jo. Die Spinnen. Nee, Ameisen. Das sind Ameisen. Analysieren. Ja, neues Rezept entziffert. Tatsächlich. Ja, es ist noch in der Entwicklung. Die Bratpfanne tut's auch, ja. Die funktioniert bei ihm immer gut. Doro, Siste, haben wir dir deinen Wunsch erfüllt. Endlich mal zwei Männer unter der Kandare. Okay. Stopp, ein Mann und ein Affen, bitte. Ja, dann wollen wir uns nochmal mit dem Spiel auseinandersetzen. Bau, ausführbar, Schnellchat, Emotes. Third person? Keine Third person? Spielerliste, Feedback, Optionen. Ooh, Light Joe! Unterwolf, Automaten, Automatenspeicher, Tutorial, Tutorial, Anzeige. Anzeige, Controller,
Audio. Den Weg der Laser frei. Bedienhilfe. Nase. Scheiße. Das lässt sich also nicht ändern. Okay. Aufgeben, verlassen, fortfahren. Schatz, deine Lieblingsperspektive. Stelle eine Kieselaxt her. Bezahlung? Ja, klar, Kriegsbezahlung, kein Thema. Nee, nee, ich ignoriere das nicht. Du kriegst eine Bezahlung. Ob dir die dann gefällt, ist was anderes. Das ist jetzt mal eine andere Thematik. Das ist wieder wie in jedem Angestelltenverhältnis. Du stellst dir was vor und kriegst was. Ob das, was du kriegst, dem entspricht, was du dir vorgestellt hast, ist was anderes. Wenn deine Frau für dich verhandelt, gehst du ganz leer aus. Das kann ich dir direkt sagen. Hydration is the key to performance. Ja gut, schauen wir mal. Das würde ja heißen, dass du erstmal überhaupt arbeitest. Weißt du, also mit einem Hieb, nein, er soll ja schon was davon haben. Also zwei sollten es schon sein. Einer rechts, einer links, sodass dieses Gleichgewicht auch in der Formschädigung seines nicht vorhandenen Formkopfes gleich bleibt. Kieselaxt, geflochtene Fasern. Okay. Guck mal, Doro hat die Bezahlung rausgekundet. Ja, Doro setzt die Bezahlung fest. Hakuna Matata, dieses großartige Geld. Hakuna Matata, gilt stets als modern. Fancy! Finde heraus, was den Laser schwächt. Na du? Na? Kommt die jetzt an der zweite da unten? So, was war das denn jetzt? Das war doch hier irgendwie, genau, das Blatt da. Fancy, wie geht's? Und da fehlt der Akku. Geht der jetzt, der Laser? Nee, der geht nicht, aber er funktioniert. Alle frei. Voll cool, ey. Nee, immer noch irgendwas. Ja, der andere Laser, das war noch der war noch halb nur funktioniert. Hier der. Guck mal da. Der da blinkt, der Laser. Okay, der schwächelt. Ja, und da war das dann. Ah! Hab ich mich jetzt erschrocken. Schatz, was bringst du mir denn da? Ich bring dir gar nichts. Ich suche unsere blöde Kiste. Unser Häuselein. Häuselein? Da. Uns geht's auch gut, Franzi. Okay. Ja, mal da gucken, was da sein könnte. Oh,
denn da? Die fressen alles an. Ich glaube, ja, das darf nicht sein, oder? War das eigentlich? Die Zecken. Ich muss jetzt erstmal wieder hier reinkommen. So, Kiesel, Pflanzenfaser. Werkzeuge, Kieselaxt. Die will ich jetzt bestimmt nicht. Fehlende Zutaten. Milben sind da, Kreidezecken. Und Kieselspeer. Also. Ist immer noch so komisch. Ich muss mal hier irgendwie mal ein klein wenig Nein, Basti, du bist weise. Finde heraus, was ich lese. Schlecht. Finde was Essbares. Wie ist es? Okay. Konnte man hier nochmal essen? Zum Beispiel Pilz kannst du essen. Okay. Ekelig über der Stand. So, ich hab, und jetzt muss ich noch Wasser finden und Wasser trinken. So, ist immer noch, der eine ist immer noch blinky blinky. Finde Wasser. Finde sauberes Wasser. Da müsste ich ja einen Wassertropfen finden. Ja, ich habe Bauzi seinen Knochen gelassen. Dankeschön für deine 10 Bits. Hast du das jetzt gehört? Jetzt höre ich das, ja. Braves Kind. Jetzt höre ich das auch. Ja. Und wenn Parzival einen heiligen Heil hat, einen heiligen Schein hat, bin ich der liebe Gott. Warte. Ich will hier die Maschine. Och nö, nicht schon wieder! Und nicht durcheinander! Hilfe! Oh, das ist Folter! Ihr seid doch verrückt! Vielen lieben Dank! Dankeschön! Kieselhammer. Was hat mich hier gebissen? Kieselspeer. Okay. Snacks. Trinkflasche. Ich habe eine Trinkflasche. Nee, die kann ich bauen. Faserverband. Okay. Spießgrill. Sprösslingssaul kann man bauen. Als Deko. Ja gut. Ich muss überhaupt erstmal irgendwie was hier auf die Kette kriegen. Ich finde raus, wird allen der Leser schwächt. Jetzt muss ich erstmal was bauen. Oh, aua, Entschuldigung. Du kannst mal verletzen. Geht's noch? Entschuldigung. Versuch du, weil ich dich finde. Entschuldigung. Ey!
Was brauche ich denn jetzt nochmal? Was machst du denn? Brauchst du uns ein Häuschen fein? Schatz, ich möchte überhaupt erstmal irgendwie gerade mal, ne, und überhaupt Werkzeuge. Rüstung, Kiesel und eine geflochtene Faser. Wie mache ich denn eine geflochtene Faser? Die Verrückten. Danke, danke. Dankeschön. Das jubelt ja. Ja. Okay. Kommen wir hier rein. Was hab ich denn da gefunden? Ich sehe da hinten was Ekliges. Ich kann da richtig hin. Da sind die Spinnen. Tum, tum. Dankeschön. So, wo war jetzt das Wackelding da? So, Kieselachs. Jetzt fehlen wir noch zwei Kiesel. Gehen wir nochmal zu dem Ding da hinten. Ich liebe es. Ich meine, man könnte es hören und merken. Ich habe diesen Sound von... Oh. Nicht durcheinander, bitte! Mach den Alten fertig! Schade! Das war jetzt schon mies, ja. Nein. Doch. Nein. Da geht's doch nach unten. Da wollte ich doch hin. Drohung. Bedrohung. Ja, das stimmt. Zack. Die sind ja schon so ein bisschen angeekelt, die Dinger. Was? Razival, Doro macht dir nichts kaputt. Lieb sein, ne? Doro darf. So. Boah, was ist denn hier los, ey? So, ich brauche Kiesel. Da. Kiesel. Die machen bestimmt Knabber-Knabber da unter Wasser. Ah, wo geht das denn jetzt da rein? Jetzt war schon ja verloren. Loch. Da. Aber sinnvoll. Ja, an der Lampe zu haben, da war da mal was, ne? Ja. Ein Kieselhammer. Eine Fackel. So, Kieselspeer brauche ich noch einen Kiesel für. Sprössling brauche ich noch. Ein verfügbar. Okay. Sprössling. Ja, okay, den kann ich ja noch schnell finden hier. Sprössling. Zack. Ich mach doch nichts. Du kleines Effi machst immer irgendwas. Der hat nicht jetzt wirklich den Hammer weggeworfen, nee. Geflochtene Faser. Herstellen. Bräuchten dafür Pflanzen auf geflochten. Das ist unvorstellbar.
Pflanzenfasern. Okay. Ich will jetzt zurück da hinten hin. So, Kieselspeer. Okay. Krass. Brauche ich noch mehr davon. Ohne Fackel gehe ich nicht in das Loch. That's good survival advice. The baseball could be a landmark as we embark on our exploration of the yard. You need to learn to lighten up, Bog. Doch, das geht hier eben doch Pflanzenfasern. Hätte ich gar nicht so weit weg rein brauchen. Nee. Ah. Onyx ist auch da. Oh. So, das haben wir jetzt auch. Trockener Gras. Die waren noch hier hinten. Kannst du überhaupt arbeiten? Pflanzenfaser. Guck mal. Komisch, so ist aber so. Die hab ich doch. Ach nee. So, kann ich jetzt Fackel? Muss ich erst analysieren. Stimmt, du musst ja gewisse Dinge erst analysieren, ne? Um die machen zu können. Habe meine Tasse verloren. Trockener Grasbrocken. Okay. Aufladen, werfen. Okay. Er hat seine Tasse verloren, der arme Junge. So. Den Sprösslingbogen. Sprösslinge. Fliegenpelz. Und geflochtene Faser. Fliegenpelz. Ah, da. Die brauche ich. Jetzt müsst ihr es eigentlich haben. Ich brauche einen Fliegenpelz.
herstellen? Schatz. Fliegenpilz? Fliegenpelz. Pelz? Ja. Stehen da auch, glaube ich, hier irgendwo rum. Du machst wahrscheinlich vom Fliegenpelz, ne? Da hinten? Da steht da einer. Da. Ja, aber... sah irgendwie anders aus. So, das ist das komische Wackelding. Jetzt wurde dunkel, das finde ich ja ganz doof. Wo war denn jetzt das Loch wieder? Da. Let's see what's sneaking around here. Schaublicht. Ich wage mich in die Dunkeln. Da, die knabbern halt kaputt. Die sind das schuld. Ja. Das nutzt aber momentan herzlich wenig, weil... Das spritzt ganz schön. Ganz alleine. Ja. Fertig geschnitten. So. Help me out. Hallo? Ich bin an den Strom gekommen. Ja. Bin da. Ja, Schatz. Ich kann aber nichts machen. Bis ich da bin, bin ich dreimal tot. Ich will gar nicht. Lass mich mal sterben. Oh. Mach mich eben selber tot. Ja, toll. Ich stehe hier im Dunkeln. Ich sehe so viel. So. Wenigstens wird getrunken. Ich hab doch glatt das Essen und Trinken vergessen. Muss ich mal meinen Sack wiederholen, ja. Halt und trinken. That's not refreshing. Oh. Das war's aber nicht gut. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen mehr Nebel. Guck mal, liebe Gemeinde, wir trauen nun 2 Sekunden um die liebe Ela und um ihren Heldenmut, bis sie wieder da ist. Ich weiß noch nicht, wo er jetzt Heldenmut gesehen hat. Ja. Da muss ich rein, ne? Da ist mein Sack drin. Das ist aber richtig dunkel. Wo ist denn jetzt der blöde Tropfen hingefallen? Ja, Fackel, die habe ich da drin. Dunkel war es, der Mond schien helle. Guck mal, rücken sich. Ja. Bück dich, du Luder, ich komm gleich vorbei. Schatz, wir müssen uns unterhalten. Ich geh schon mal ins Schlafzimmer und licht dich hin. Schon wieder.
Mann. Oh Gott, bleib ja stehen. Zu spät. Aber ich wollte ja meinen Sack haben. Schatz, mich rettet. So. Warte, jetzt der richtige Ausgang hier? Ja. Oh. Man kann ein bisschen mehr sehen. In die Richtung. Ja. Ich verstehe das momentan nicht ganz so gut, aber... Da ist die Höhle! So ein Traum hier zum zweiten Mal. Kein Fliegenpelz. Ich kann also ungefähr raten, wo es hier durchgeht. Da. Nee. Weg. So. Da ist mein Sack. LB. Bam! Alley hoop! Bringing the light! Wir trauen uns weiter rein. Da kommt der nächste Krabbelkäfer. Sie fressen den Kabel nicht kaputt. Die Schweinepriester. Hier wird nicht dran rumgeknallt. Gehen wir noch weiter rein. Ach, das ist erledigt damit. Ja. Ja, cool. Ich hab's ganz gemacht. Gerettet. Ted. Hängen da noch so ein paar Dinge an der Decke rum. Gucken wir mal, was das ist. So, jetzt habe ich eine Bloodlouse getötet. Ich brauche aber immer noch. Siehst du, Patz, ich hab's geschafft. Genau. In die dunkle Höhle. So, untersuche die Mysterie. Oh, ein offenes Zelt muss ich auch noch bauen dann. Ja, das kann ich ja auch, aber ich versuche momentan immer noch mir den Bogen zu bauen und dafür fehlt mir immer noch dieses komische. Na, komm ich hier durch? Fall Eichelschaufel. Eichelschale. Distelschachtel. Okay. Auf jeden Fall ist der Strahl jetzt. Schleimpilzfackel. Wollen wir an der Maschine? Da ist noch ein Knopf, den ich drücken kann. Augenklappe, geflochtene Faser, Faserverband und Saft. Mühlenhut. Drücken wir den? Drück doch. Oh oh. Werde ich jetzt gegrillt? Ja, jetzt ist ein bisschen einfach, wo es auf Deutsch ist. Das stimmt. Ja. Whoa! Good job, giant explosion machine. What do you think happened? No clue. Wanna go find out? Explosion in der Eiche. Jetzt muss ich das Ding noch finden. Ja gut, man muss ja nicht alles auf einmal reinmachen. Man muss ja auch mal sich ein Häuschen bauen. Vor allem muss ich mal weiter analysieren. Du bist zu Hause? Gut, dann kann ich ja die Richtung wählen.
Ausgestopfte Fliegen. Rüstungskleber und ausgestopfte Milbe. So, analysieren. Oh, mal, was ist da? Schleimpilzstängel. Mach ich gar nicht dran. Hast du jetzt? Ja. Hat Ding gemacht. Rüstungskleber, Kunst, Basisbau, Wand. Inventar. Herstärke. Kieselhammer. Kieselhammer. Da war es auch wieder Steine und ein Pipapo. Eichnittelschaufel. Können wir Sachen ordnen. Schleim muss ich auch genug von mir heute haben, so wie er es immer sagt. Ohne Worte. Ich kann immer noch nicht dran. Hat hier alles Unlicht, Schatz. So eine Unordnung. Das erinnert mich an... So, werfen, auslagen. Kann man die jetzt auf einen Stapel irgendwo legen? War das nicht so? Ja, kannst du. Oh, ich hab's doch wieder alle Wände durcheinander geschmissen. Jetzt kann ich. So. Freunde. Das sehen doch nicht aus. Sieht aus, wir sind doch Systematik Funde. 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 Ja, ja, doofe Tastatur. Unser Berufslegastheniker. Herstellen. Basisbau. Da bist du gerade. Ich bin gerade dabei, erst planst du die Wände. Und dann baust du sie. Okay. Brauchst noch mehr wahrscheinlich, ne? Ja. Nein, ich hasse die mechanischen Tastaturen. Ich muss mal Nahrung zu nehmen. Und so wie das aussieht. Habe ich überhaupt was? Ja. I've had worse, I guess. Oh, alle Pilze. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich mache einfach mal. Genau. Rösslinge. Ich komme mir so klein hier im Spiel vor. Ho, ho, ho. Sprösslinge habe ich, Kiesel und trockene Grasbrocken. Okay. Das ist frisches Gras. Die waren da auch irgendwie hinter. Und Kieselsteine liegen ja sowieso auf der Erde rum. Eigentlich. Alter, wo ist das? Ups. Tja. Das ist schon recht faszinierend.
Jetzt sind die frischen Aal. Ja. Was ist das? Aber ich bin ordentlich planlos, das wollen wir mal festhalten, ne? Und ich bin gezielt planlos. Ups! Schatz? 100 pure Wissenschaft, da war so ein... So eine... Wie so eine... Weißt du? So eine wie so eine, weißt du? Wassertropfen sah aus, nur in rosa. Wassertropfen in rosa. Trockenes Gras haben wir doch. So, das habe ich auch. Und Steine noch. Gibt uns aber nicht so viel hier, wa? Könnte ich auch eine Fackel benutzen? Wo ist meine Fackel hin? Hat die verloren jetzt? Schatz? Ja. Du fragst mich immer Sachen, das ist eine wahre Pracht. Ja, warum soll ich dich nicht fragen? Ich hab auch selbst keine Ahnung. Ich bin ahnungslos. Wir wuchteln uns durch ein Spiel. Wie süß. Das können wir noch am besten durchwurscheln. Ja. Kann jetzt mal wieder hell werden. Ja, das wäre schön. Immer diese. Da sind doch Steine. Kiesel. Kiesel. Kiesel, Kiesel. Ja, sehr schön, kann ich den jetzt bauen. Zack. Okay. Wo ist denn da der Eingang? Vorne. Das? Unkrautstängel. Okay. Und wir nehmen was, macht's irgendwie Masse Platz, so wie es aussieht, ne? Ich versuche hier im Dunkeln irgendwie. Dann wartet man, bis es hell ist. Ja, das kann man dann immer noch mal machen. Dann macht man das, wird dann halt eben wieder eingerissen. Baue ein offenes Zelt. Ja, das ist auch kein offenes Zelt. Nee. Ist mir jetzt aber auch egal. Ja, da hast du recht. Im Dunkeln ist gut munkeln. Könnte jetzt mal wieder Tag werden, ne? Was ist das denn hier? Finde ich auch doof. Mutter versucht wieder. Wand. Mach nicht zu eng. Schatz. Du machst, da kommst du gar nicht mehr ans Zelt dran. Was du da machst. Ey, ich baue hier im Schweiße meines Angesichts. Ja, da baut man, wenn man Licht hat. Das Einzige, was hier kommt, ist Müll. Oh, ich stelle die Feuerstelle erstmal hier hin. Alles so uneben. Das liegt wahrscheinlich davon, dass wir im Vaters Garten sind. Im Vaters Garten sind wir. Boah. Ja. So. Wie macht man das ein? Man muss es erstmal bauen. Hab ich das schon. Halten für bauen steht da bei dir. Ach so, geht das. Guck mal, jetzt haben wir Licht.
Ach, was ist das schön. Balkenlager, Plattenlager. Ich denke mal, das meinen die mit offenes Zelt. Ne? Dass du dir halt erstmal so ein offenes Ding so baust. Würde ich jetzt mal. Würdest du jetzt mal? Von Kunst gibt es da auch. Ausgestopfte Laus, ausgestopfte Milbe und ausgestopfte Fliege. Hast du eben I gesagt? Snacks. Trinkflasche, Faserverband. Faserverband ist für mich kein Snacks. Eine Dichttasche aus Marrenhaut. Trinken oder einmal fördern könnte. Okay. Muss ich doch noch mal weiter Pilze essen. Boah, das schön hoch. Du weißt, die Spinnen sind da etwas drüber gekommen. Mach mal hier die Stümpel weg. Daumen hoch. Ach, ist halt die Platte wieder in der Hand. So. Ich will hier raus. Müsstest du eigentlich durchgehen können. Na da ja. Weil das Blaue ist nur der Plan. Man kann jetzt nicht wieder Cookie machen. Ich glaube, ich müsste mal was trinken. Ich auch, oder? Ja. Und essen. Da muss man ja diese Tropfen suchen, ja. Glaube ich. Alter, was haut ihr mir eigentlich alles ständig drin? Travel Buddy! Ne, alles geht in. Ich bin kein Kriegskram. Hallo! Lang nicht gesehen und gehört. Oh, ich fall da runter. Wie geht's dir denn? Nee, aus dem Wasser darf ich nicht trinken. Siehst du doch immer, wenn er am Angeln ist. Ja, das stimmt allerdings. Da müsste es ihm ja richtig gut gehen, ja. Saft. Ja. Nee. Ich weiß, da hat immer Tropfen oben an den Blättern hingen. Da. Da haben die Kabrummer. Wenn ich das umhau. Ja. Zu stürmisch gerade. Deswegen bist du zu Hause. Deswegen bist du zu Hause. Tja, da fehlen echt Unkrautstängel. Wie war denn jetzt Unkrautstängel her? Läuse Honigtau. Okay. Das ist jetzt in der mit den neuen Regeln schon recht gewagt. Das weißt du hoffentlich, ja. Das ist sowieso untersagt. Ja, mal davon abgesehen. Wir können es nicht verbieten in dem Sinne, aber. Jetzt ist es also mit den Regeln ist es wirklich. Ich eben gelesen habe. Nee, die Grenze ist nicht zu. Benötigst ein Werkzeug eines höheren Rangs. Durstig. Ja, ich such diese blöden Perlen. Diese Wasserperlen auf der Erde, weißt du? Oh nee, da ist die dicke Spinne, Doro.
Willst du auch das krabbeln? Mit der will ich mich noch nicht anlegen. Vielleicht mit Pfeil und Bogen mal. Da, wo? Hast du das jetzt aufgehört? Ja. Ne? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Mal davon jetzt mal abgesehen. Ich möchte was zu trinken. Ja gut, bei dir ist es natürlich soweit ja eh egal, ob du jetzt in Quarantäne bist oder nicht. Aber trotzdem, das ist schon gewagt. Wie habe ich das denn letztes... Oder jetzt, oh, da ist schon wieder die Spinne. Ha, die kommt ja mal näher, habe ich das Gefühl. Cool. Werkzeug eines höheren Rangs. Das ist eine Wassertropfe. Really good. Weiß ich nicht, ob das nicht risikoreich ist. Du weißt, wie so der ein oder andere vielleicht. Eine Trinkflasche können wir auch schon herstellen. Brauchen wir Madenhaut und geflochtene Faser für. Augenklappe, Kleehaube. Kieselaxt. Fehlende Zutaten erfordert Werkbank. Schnellherstellung verfügbar. Werkbank. Analysiere. Das heißt, dazu muss man dann auch eine Werkbank bauen. Ja. Logisch. Werkbank. Basisbau. Essen zubereiten. Offenes Zelt. Da ist das offene Zelt. Ach, hast du gefunden? Ja. Okay. Kann ich da hoch? Ein Unterschlupf. Naja, gut. Vorratskorb, Plattenlager, Balkenlager, Wegmarkierung, Werkbank, Rasplatte und Saft. Madenhaut. Ja, wir haben ja noch keine Maden. Hm? Guck mal, Milbenhut kann man bauen. Madenhaut. Ja. Travel sieht das etwas anders, Doro. Also für Ela und mich ist so die Aussage einsame Insel mit gutem Internet und bei Travel heißt es so einsame Insel mit einem anständigen Fischgrund. Fischgrund. Schatz, du hast hier einen Kurmel gemacht. Guck dir das mal an. Ich habe überhaupt gar keinen Kurmel gemacht. Ich hole mir jetzt erstmal einen neuen Akku. Alles durcheinander liegt hier. Dann räum doch mal auf, wofür habe ich denn geheiratet, Mann? Por? So. Pflanzenleuchte. Ich frage mich nur gerade, was für ein Saft, woher? Eine einsame Insel muss nicht unbedingt einen Fischgrund beherbergen. Was brauchst du denn da? Guck mal, pass mal auf.
Eine Pflanzenleuchte. Eine Pflanzenleuchte. Leck mich an die Füße. Wieso? Heutige Weisheit des Tages. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Oh, scheiße. Ich gehe. Dora hat das bestimmt gesehen, was ich gemacht habe. Ich gehe mal. Na, hast du irgendwo den Faden verloren? Nee, ich... Ja gut. Achso, ich wollte mir eine neue Fackel gebaut haben. Doro? Ach nee, doch. Falsch. Brauchst du ja gar nicht. Die Sounds können ja getriggert werden. Warum der Traum die Timer nicht funktionieren? Okay, muss ich gucken. Ich habe immer noch nichts zu trinken. Better than starving, I think. Nice and clean. So, ich wollte immer noch den Kiesel von meinem Wort haben. Ja, der Kieselhammer ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Doch, wenn man immer alles wieder verdammelt. Warum ist denn hier ein Loch in der Wand? Das war bestimmt eine Ameise oder so. Schatz. Ich wollte die Tür aufmachen. Ja, dann eben nicht. Das ist dann dabei rausgekommen. Ja, das denke ich mir. Wenn in der Tür noch keine funktionierende oder wenn in der Wand noch keine funktionierende Tür ist. Haben wir halt eben jetzt so ein Loch. Kieselhammer. Brauche ich das und geflochtene Faser. So. Werkzeug, da Basisbau. Dach. Habe ich auch und Steine wieder. Dachecke. Innere Ecke, quadratische Ecke. Es gibt kein flaches Dach. Na, Herz allerliebst. Unkrautstängel. Also brauche ich jetzt doch die Werkbank. Ja, man muss auch bluten. Werkbank. Entdecken, bluten. Grasplatte ist nicht das Problem. Sprossen ist auch nicht Saft. Was für ein Saft? Den findest du auf der Erde hier und da. Okay. Oder an dem, ich auch doch, doch manche Tropfen sind auf der Erde. Die hängen dann an diesen Bäumen, an diesen Bäumen, Stöcke oder das sein soll. Das sind so orange, bräunliche Plätschen. So, das haben wir auch. Ich habe den Tennisball gefunden. Ja, dass das Spiel nicht jedermanns Sache ist, ist mir klar. Gut, dann fahren wir, gucken wir doch erstmal einen Vorratskorb. Geflochtene Faser. Den Saft kannst zu dir, da hast du auch was getrunken. Ja, das habe ich eben gemerkt. Ja, cool.
So. Achso, ich wollte auf die Karte geguckt, hä? Vorwärtskorb. Man ist so hier so eine Maschine. Was ist denn da? Baseball. Kann man hier ranzoomen? Herein, wieder raus. Hier ist ein Vorratskorb. Vorratskorb? Ja, ich habe hier einen Vorratskorb hingesetzt. Stapel ablegen, einlagern. Rohes Läusefleisch. Untersucht ihr schon an der Eiche. Ja. Milbenpelz. Fliegenpelz. Gut, haben wir das schon mal gebaut. Ein Plattenlager. Trockener Grasboden und geflochtene Faser. Muss ich die Eiche finden. Was? Das Loch ist da, damit du fragen kannst, warum es da ist, lieber Jörg. Du kleines Äffchen. Die Eiche. Ah, nein! Nicht darum! Da hinten ist die Eiche. Ich hab ein Blatt vom Kopf. Brett kannst du ja hier nicht sagen. Kannst auch Brett sagen. Nein, hat es nicht recht. Du hast grundsätzlich kein Recht. Explosion. Was war das? Ich gehe. Das ist Marienkäfer. Da war aber auch Spinne. Eins und zwei. Ey, wo bin ich hier? Da hinten sind noch mehr Spinnennetze. Da ist die Eiche. Ich weiß, ich habe nichts zu essen. Ich meine, nichts zu trinken. Da ist noch eine Spinne. Da ist ein Baumhaus. Kann ich mich vorbeimogeln? An der Spinne. Guck mal, was ist denn das da? Vogelhaus. Vogelhaus, ich dachte, du fressen wirst. Nicht Baumhaus. Hier blubbert. Nee, Hammer. B wieder verwerfen. Ich hab die Eichel geknackt. Ja, so, dann guten Appetit mit den Kerzen. Machst du Essen? Aber für die Kerzen. Sag's doch deiner Mama, ich sag's deiner Frau. Ja, siehst du, das ist der Saft. Okay, so sieht wir der brauchen aus. Ganz viel. Ja, dann sammeln wir mal. Ja, Schatz.
da brennt es, dann wird es wohl da die Explosion sein, irgendwo dahinter. Was ist das? Das hängt da. Oh, ganz viel Saft. Saftklumpen. Sorry, ich hab den Hammer. Ja. Und dann haue ich mit dem Hämmerchen den Klumpen. Ja. So, muss aber trotzdem weiter rum. Dann habe ich hier lebend nach Hause kommen wieder. Da ist doch irgendwas. Ja, am gewissen Punkt geht nicht mehr. Da. Das scheint die Explosion zu sein. Balkenlager. Flochtene Faser und trockene Grasbohnen. Guck mal, was ist denn hier? Ja, was haben wir denn hier? Heimantian hat den Battle Royale gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Glühstrumpf. Die Mama von Parzival ist ein kleiner Kampfzwerg. Ah, oh, das kenne ich. Eichenlabor. Da gehe ich doch nicht alleine rein, aber warte, ja, da gehe ich mit Schatz rein. Ja, da können wir gleich zusammen machen. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Ich muss erstmal wieder nach Hause finden. Ganz außenrum wieder. Wenn man so klein ist, muss man überall außenrum rennen. Karte. Oh, guck mal, wie weit weg ich bin. Herauszoomen. Oh, die Karte scheint aber groß zu sein, Hammer. Groß ist immer relativ. Für die kleinen Füße, ja. Ich brauche was zu trinken, ist viel schlimmer. Hier liegt eine große Dose, guck mal, zu trinken. Bist du jetzt auf dem Weg zu mir? Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Bist du an der Eiche oder was? Nein, ich bin auf dem Weg nach Hause eigentlich. Glaube ich. Was zu trinken gesucht. Moment, sieht das? Nee, doch nicht. Ich würde neben mir nur knurren. Genau. Dock die nicht zu uns, du weißt. Die ist schon ganz schön gemein. Ich habe auch keinen Speer mehr. Schön, dass ich die Erklärung kriege, was passiert, wenn ich gestorben bin. Ich will aber nicht sterben. Ah,
Haha. Da ist der große Marienkäfer. Dann ist doch auch irgendwo die Spinne. Ah, ich hab's was gehört. Da wackelt alles. Ich habe aber auch noch nichts zu trinken gefunden. Da. Da sind sie wieder, die Spinnen. Ah. Ich muss aber irgendwas trinken. Ja. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken, wo ich bin. Das ist Zeit. Ja. Und wir wandern. Ja, ich gebe dann lieber auf. Schwer falsch gelaufen. Du hast doch die Anzeige. Ja. Haha. Travel, es ist Freitag, feiern wir ein bisschen Geburtstag. Ich bin einmal im Kreis gelaufen, das ist toll. Falls du also zu Hause bist. Aua. Ah, ist das ekelhaft. Toll, ihr habt meine ganzen Sachen jetzt. Auf Hilfe kann ich lange warten. Schatz, ich bin auch gerade erstmal wieder gespawnt. Ich versuche erstmal meinen Rucksack wieder zu kriegen. Ah. Ui, Geschenk. Oh, die ist schon ekelhaft, ne? Deswegen kannst du in dem Spiel ja auch kleine runde Knubbel daraus machen. Kleine was? Da kannst du kleine runde Knubbel draus machen. Mhm. Die überhaupt nichts mehr mit einer Spinne zu tun haben. Ja, so schön ist es jetzt auch nicht. Aber es ist schon eklig. Ich dachte auch jetzt mehr an Travel, nicht, dass er hinterher mit Albträumen ins Bett geht. Also wenn einer eine richtige Spinnenphobie hat. Stapel aufnehmen. Nee, alle Stapel. Ich muss erstmal alles holen. Alles nehmen. Mal eben eine rauchen. Und dann hole ich auch meine Klamotten und versuche die wieder zu holen. Das ist schade, was da drin ist. Dreh dich nochmal. Hatte ich nicht gerade einen Wassertropfen irgendwo gesehen? Hm? Nee. Hattest du nicht. Da, guck mal. Pa! Ich geh doch mal in die andere Richtung. Nicht kaputt hauen.
Ja. Was? Nochmal, Augenblick. Schlag von Hals bekommst du mit einer Bratpfanne, wie immer. Weißt du doch, Parzi. Ja, guckst du. Hey. Was hast du auch in 3 Liter Diesel? Und ich habe dir heute schon mal gesagt, Parzi, das, was du willst, kriegst du sowieso nicht. Das bestimmen wir. Ja, gut, ist klar, dass er dann 3 Tonnen wiegt, wenn du drin sitzt. Ja, es ist ein nettes Spiel. Es ist eine witzige Grafik. Der typische Survival-Teil. Die Quests löst man gemeinschaftlich. Mysteriöse Maschine. Pastillenbehälter. Forschungsstation. Ich hatte doch eigentlich ausrüsten. Ausrüsten. Der Gleiter. Also Pusteblume war nämlich ein Gleiter, das wusste ich noch. So. Ja. Dadurch, dass die Perspektive so ist und man in dieser Art noch nie gespielt hat, ist das alles sehr gewöhnungsbedürftig. Aber niedlich. Was heißt denn hier Mombelin? Hallo? Ja, das stimmt allerdings, dass du die Länge brauchst. Ja. Du weißt, das hat alles immer 2 Seiten. Da sie die Verbrennungsmaschinen definitiv
killen wollen. Wie war das? Kalifornien hat sich jetzt ein Ziel gesetzt in den nächsten 10 Jahren. War das so? In den nächsten 10 Jahren die Verbrennungsmotoren abzuschaffen. Irgendwas war doch da. Okay. Grasplatte. Ich brauche 3 Grasplatten. Werkbank herstellen. Angie, du siehst so zerzauselt aus. So. Ja. So, wir haben die Werkbank. Wir haben die Werkbank. So, in der Werkbank können wir jetzt herstellen. Augenklappen, Ameisenhelm, Ameisenschoner. Also wir müssen Ameisen töten, dann kriegen wir auch unseren Verband. So. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Werkzeuge, also... Mhm. Die kriegen wir nur in der Werkbank gebaut. Geflochtene Faser. Hier erfordert Werkbank, Schnellherstellung verfügbar. Ah, herstellen. Zum Eintrag schließen. Pflanzenfall. Materialien, geflochtene Faser. Kannst das echt nur einzeln herstellen? Schön. Herzlich willkommen wieder. Niemals von ihrer Meinung abbringen ziehen, alles zum Betreuende durchsetzen, alles widerlegt wird. Moment, da hab ich irgendwas. Warum ist die Spinne? Die hängt an meinem Rucksack. Was totaler Bullshit ist, mein Diesel fabriziert weniger Ausschuss als die meisten Benziner. Ich denke mal, da wirst du mehr Methan ausschießen, ja? Damit sie ein schönes nutzloses Elektroauto unter Volk bringen können, gerade die mit den meisten Hubraumunterlaube. Sollte es Mobilo heißen oder so ein kleines El Mobili. Was? Mobilino. Alter! Ja, stößt ja fast nichts mehr aus. Wenn sie dann noch einen Spezialdiesel zulassen würden, dann würde da nichts mehr rauskommen. Aber das wollen die Affen ja gar nicht. Nee, wollen sie auch nicht. Weil wir von der Autoindustrie
zum größten Teil und von der Medikamentenindustrie regiert werden. Müssten die genauso wieder für den Sprit, würden die auch nicht mehr solche Schiffe fahren. Ja, da hast du recht. Nö, würden sie auch nicht. Warum auch? Warum sollten sie von ihrer Meinung abweichen? Ich brauche schon wieder was zu trinken. Habe ich es jetzt abgehängt? Ach ey, das mit dem Trinken ist echt ätzend. Irgendwo war doch jemand im Rucksack. Das mit dem Trinken ist echt ätzend. Gibt's da nicht mal hier irgendwie einen Tropfen vor der Nase? Nee. Doch, da. Ja, ist hier unten irgendwo. Da komme ich nicht hoch. Rucksack wieder. Ha, so kannst auch mit dem. Oh, jetzt steckt er natürlich da oben drin. Mit dem Speer kannst du auch. Ein Wassertropfen runter. Ach, damit kriegst du das? Kannst du. Okay. Da reinschießen oder dagegen gegen das Blatt und dann fällt der Wasser. Ist der Speer dann weg oder kannst du den wieder aufsammeln? Der fällt nach einer Zeit auch wieder runter. Aber erstmal bleibt er in dem Blatt stecken. Was hatte ich denn jetzt hier? Kieselachs. Kann ich eigentlich meine Axt herstellen und ausrüsten? Herstellen. Hergestellt und ausgerüstet. Schleimpilzstängel. Sprösslingbogen. Den Bogen kann ich immer noch nicht herstellen. Die Pfeile kann ich auch nicht herstellen. Toll. Schleichen durchs Gebüsch. Einlagern. Kann ich da runterspringen? Was schreibe ich denn? Stamm ablegen, einlagern, Wegmarkierung modifizieren, alles nehmen. Das Rüsselkäferausschlüssel. Okay. Eine Gasmaske. Ameisenkeule. Läuselatschen. Ach, da kannst du Sachen anlagern. Cool. So, ich wollte mal analysieren weiter. Geht nicht.
brate hier mal ein Stück Fleisch. Ja. Oh. Also ein Läusebraten. Lecker. Ah. Du hast entdeckt Läusebraten. Wie kriegst du die Sachen? Die Spinne wollte mich fressen und Ela auch. Bei mir hat sie es nicht geschafft, bei Ela hat sie es zweimal geschafft. Tja. Ja, gut, das ist halt eben Survival. Das sind DayZ nicht anders. Wenn Politiker für ihre Vergehen so bestraft würden wie das gemeine Volk oder Arbeitnehmer, würde kein Mensch mehr Politiker werden wollen. Doch, aber dann hätten wir eine anständige Politik. Das ist einfach Fakt. Die Frage lassen wir mal so im Raum stehen, ne, Trevor? Die lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ja. Ich muss mal auf die Zähne häufen. Was? Zähne häufen kannst du hier nur machen. Vorratskorb, Platten, Vorratskorb habe ich immer, Plattenlager, Balkenlager. Sattfänger, Smoothie-Küche. Du kannst ja auch richtige Baumhäuser bauen, ne? Ja, Schatz, du kannst hier einiges, das ist nicht das Problem. Man muss nur erstmal in dem Spiel irgendwie klarkommen. Ja? So, jetzt haben wir mal Balkenlager. Jetzt können wir ein Spinnrad bauen. Ein Spinnrad? Und ein Saftfänger. Für ein Spinnrad brauchen wir Eicheln, Kalkklappe, Ton, Ameisenbrocken und Saft. Ja, das ist ja da hinten, wo der Eichelbaum war. Der Eichenbaum, nicht Eichelbaum. Und jetzt können wir auch eine Smoothie-Küche bauen. Und Pilzbeet konnten wir schon bauen. Ja, so baut es sich. Bei Eichenkappen habe ich schon. Aber da müssen wir da hinten gemeinsam. Das ist ja auch das Labor. Wo wir noch rein. Das Labor? Das Labor. Ja. Travel, du nimmst das einfach viel zu ernst. Hättest du in der Schule aufgepasst, hättest du was Anständiges gelernt. So wie das halt eben ist im wahren Leben. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Was hat's dir gebracht? Ich habe einen 4,8er Schnitt. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist hell. Sehr schön. Ja,
Ich brauche wieder was zu trinken. Ich auch. Trinken brauche ich auch was. Das Übliche. Ja, wir können ja mal da hingehen. Warte, müssen wir mal auf der Karte gucken. Was machen wir hier oben? Da ist er auf der Baum, der ist verbrochen. Status Inventar, also mal im Inventar. Ach so, kriegst du das auf den Schnellzugriffsleiste. Mhm. Okay. Ich könnte mir ja auch mal den Start drauf machen. Hm? Ja, dann gehen wir jetzt mal auf große. Auf große? Als Rentner. Echt so viel? So, so. Ist mir ja ganz was Neues. Meines Wissens liegt das Durchschnittsgehalt bei 1460 Euro. Warte mal. Nee, du machst das Schweinerei, du. 1460 Euro ist das grunddurchschnittliche Gehalt in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist brutto. Schön vorsichtig hier. Ey, ich hänge fest. Nein, da oben ist die Spinne. Da nicht. Da müssen wir außen rumgehen. Lauf mir nicht weg, Augenblick. Und ich gönne. Gebracht hat mir nicht mal 0,6er Schnitt irgendwas. Ich bin jetzt mittlerweile schon froh, dass ich nicht allzu viel gelernt habe. Meinst du, wie ich mich zu Tode geärgert hätte, wenn ich mir aufgearscht hätte von einer Abi und dann in einem. Ja, gut, mal jetzt von der Krankheit abgesehen. Hydration is the key to performance. So, hier kriegst du die Eichhörnchen. Die Eichelbrocken solltest du vielleicht auch aufsammeln. Ja, stimmt. Der fällt nicht verkehrt, ne? Warte. Mein Inventar ist voll. Okay. Da ist wieder so ein Saftding. Saftklumpen. Habe ich voll. Warte mal. Was habe ich denn da alles auf der Hand? Hey. Hier bleiben. Hätte ich auch mal vielleicht den größten Teil einfach nur zu Hause lassen können. Ja.
Läuse braten, annehmen, platzieren, ausrüsten, verbrauchen. Not bad. Sollt ihr gegessen? Ja. Jetzt brauche ich aber noch was zu trinken. Hier an den Bäumen kannst du auch schon mal gucken. Habe ich auch vielleicht eben betrunken. Ich fange nämlich an zu verdursten. Ja, die Eichenschale nutzen wir jetzt gerade nichts. Hier ist eine Dose. Hier unten ist aber eine große Pfütze. Ah. Und hier ist noch ein Trinkpackage. Oh, da ist eine. Da siehst du. Oh. Lecker Schmecker hast du gehabt. Bleib's nicht dran, ne? Ach, da ist das Haus. Das ist ein Teich. Ja, the rest no fun. Moment, ich muss mal eben den Kopf aus dem Wasser rauskriegen. Da hinten ist ein Holz. Ja, ich sehe es. Ah. Ja gut. Ja, über das Holzstück kommst du raus und rein. Mhm. So, blablabla. Die Krankheit hat ja alles kaputt gemacht. Ja, gut, das ist aber, das ist Zufall, das ist echt blöder Zufall. Mit Krebs kommst du auch nicht an ein normales Leben. Ach, du bist ja da, du. Nee. Ich wollte dir gerade helfen. Doch, du brauchst die Materialien. Ja, gut. Wie eh nicht den Marienkäfer töten. Brauchst du all die Materialien? Genau wie die Ameisen und all sowas. Jetzt aber schnell dahin. Oh. Ja, es ist extrem ungewohnt, die Perspektive ist ungewohnt. Die Art ist ungewohnt, das Spiel selber ist nichts Neues. Das ist das klassische Survival. Hier hast halt eben noch den Modus der Quest dran, aber letztendlich. Hier ist auch wieder die Spinne. Nicht aufpassen.
geht es jetzt eigentlich darum, einen Unterschlupf zu bauen. 2.11. Lockdown is coming, ja. Ja. Mit allem, was sie jetzt. Teil Lockdown. Mit allem, was sie jetzt schon entschieden haben. Und bis zum 11. wollen sie dann gucken, dann ist die nächste Sitzung und wenn sich das nicht verbessert, dann werden sie noch einen draufsetzen. Ja, Teil-Lockdown. Der Einzelhandel kann aufbleiben, Friseure können aufbleiben. Alles, was so zum nötigen Bedarf ist. Ich darf weiterarbeiten. Ja, das war ja beim letzten Mal nicht. Auch Boutiquen, sag ich jetzt mal, wenn du sowas... Oh, da ist der Käfer noch. Ne, du hattest ja nur eigentlich beim normalen Lockdown Essen, Trinken, auf den Blumenläden, Baumärkte durften ja auch, aber gewisse Läden eben nicht, ne, wie... Aber die haben schon gesagt, bis zum 11. wird es kontrolliert. Und wenn es nicht fruchtet, wird noch einer draufgesetzt. Ja, wir haben auch, wir wollen auch den, wie heißt das, was habe ich gesagt? Schatz, komm mal her zu mir. Was denn? Bitte. Komm mal eben zu mir. Not. Hier bin ich doch. Ja, hier war doch irgendwo ein Eingang. Oder? Ja, da oben, da will ich doch hin. Mich jetzt so vertan? Ne, den Eingang meinte ich jetzt nicht, macht aber nichts. Ah, ich komme da jetzt nicht drauf. Ist es denn wahr? Was? Not. Gesundheitsnotstand oder wie heißt das? Ausrufen. Ja. That glowy thing looks like some real nerd. Ja, was weil es ist, wie es ist. Versperrt. Das ist, wie es ist. Those look like idealized geometric shapes in that painting. They can't be real. Da hilft nichts. Ach, hier muss wieder Rätsel. Welche Knöpfe da funktionieren? Verbal Transcription Unit 87.9.5. Order number one. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Virgil, and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling? A feature useful only to your obsolete burger-flipping brethren now consigned to the scrap heap? I need you to monitor these readings, Virgil. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? See ich denn falsch? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Wenn ich guck gibt. Guck. Ach, hast du gefunden? Ich hab hier was gefunden. Ja, dann. Aber es bringt nicht weiter. Stromschwankungen soll der Roboter überwachen. Ja, für viele wird es schwer werden. Das ist einfach Fakt. Ja, es wird immer den einen oder anderen geben, das ist einfach so, wie ich auch oder andere auch, die schlicht und ergreifend auf der Strecke bleiben. Mal da durch? Nee. Die müssen garantiert alle auf grün so stehen. Ja. Und dann hast du. Hey! Dann kannst du den Hebel ziehen. Ich bin drin. Hey! So, ja nun nicht hier, ne? Echt? Jetzt einfach eingreifen. Eingreifen? Angreifen meine ich.
Oh, Wissenschaftspunkt. Ich komme mal erst wieder hoch. Hier ist alles so dunkel. Let me try to help. Noch ein Wissenschaftspunkt. Ja. Deutschland in zwei Teile teilen. Ein Drittel für die, die nicht lernen, und zwei Drittel für die, die den Kopf einziehen können. Ganz einfach. Ja. Ja, aber das mit dem Nachzahlen verstehe ich nicht. Ich kenne Kurzarbeitergeld nicht, deswegen. Is there anything else I can help you with? Chip-Freischaltung Rasen, okay. Ja, es ist wie es ist nicht änderbar. Nö. Jammern hilft auch nicht. Müssen wir jetzt durch. Mein Alter hat mir mal gesagt, Junge, du darfst gerne fallen. Du darfst nur nicht aufstehen vergessen. Ach, was hat gekriegt? Ja, muss ich so hochspringen. Hm. Na, dann können wir nach unten gehen, was, ne, hab ich gesehen. Moment, hier oben kannst du noch was finden. I find it a wonder that the Burgle Mark IVs never caught on. I believe them to be far superior to the Mark IIIs. Those never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. All solved with you Mark IVs, not to mention your most excellent mustaches. Thank you. I will never forget this moment. Hier geht's nicht mehr runter. Also, warte mal, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, was bei deiner Schwester war und was bei dir war. Ich bin. Da ist es so dunkel, da sehe ich überhaupt nichts. Schatz, du wüsstest, was du deine. Da ist auch Ende. Okay. Verstehen kann ich es nicht. Das ist einfach die Thematik. Das, was du sagst, kann ich einfach nicht begreifen. Oh, jetzt bin ich hier irgendwo hingefallen. Ja, das war es hier im Labor, glaube ich, ne? Ja, irgendwas fehlt hier aber noch. Weil wenn du mal den Roboter ansprichst, dann siehst du da noch, dass da noch Sachen fehlen müssten. Ja, vielleicht kommt das noch. Hast du irgendwelche Aufgaben? Ja, du kannst ihn auch Frau. Ich tausche gegen etwas pure Wissenschaft. Ja, dann frag doch einfach mal oder guck mal, vielleicht kriegst du mal was daraus. Ja. Ich sag mal, von Kurzarbeit habe ich echt keine Ahnung. Da musst du einen alten Heim fragen, der liegt so in der Luft verteilt. Grillen. Was? Wie soll ich einen Burger braten? Medium if you must.
But if you request, you look like you still have questions. As acting science manager, I am that a portable device which can monitor your vital signs. Quite the elegant. As acting science manager, I am happy to. You look like you still have questions. Is there anything else I can help you with? Three bold quests arrive. Ja, das wird es wohl wirklich gewesen sein. Handwerker Gasmann, Alchemist Quarzit. Da kannst du dir Quest holen, extra Quest. Ja, kann man ja machen dann. Ja. Erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Finde ich. Ja. Ich geh mal raus. Ja, ich komm mit. Weil unter der Eiche war nämlich auch noch eben, den meintest du wahrscheinlich. Ja, unter die Eiche führte so ein Gang, ne? Ja, und da waren nämlich noch Tropfen. Tropfen? Sind hier sowieso ganz voll. Das wäre der Marienkäfer. Ich lasse den jetzt mal in Ruhe. Ich verdurste. Ja. Da komme ich nicht rum. Ich gehe nochmal gucken an der Trinkflasche. Vielleicht ist da ja wieder was rausgegluckert. Natürlich nicht. Ja. Der Schad kann wirklich nichts für Corona. Es ist, wie es ist. Es hilft nichts. Du bist da in einem Loch? Ja, ich bin in einem Durchgang. Ich komme. Oh, ich hab Glück. Ein Safttropfen. Limonade. Ein Schluck Limonade. Aber ich müsste doch noch mehr zu trinken eigentlich irgendwie geben. Ich komme. Du hast die Kieselsperre dahin geschmissen, ne? Nee, ich hab die über mich geschmissen. Ja. Das habe ich schon, zwar habe ich davon aufgenommen. Ich habe gedacht, das ist was Neues zu finden. Guck mal da oben, was da hängt. Mhm. Ich versuch das mit den Speeren runterzukriegen, aber geht nicht. Das sind auch diese Saftklumpen. Ja, weiß ich. Wo geht's denn hier überall hin? Oh, eine schöne Ecke hier. Okay. Oh. Da brauchst du nicht so springen. Ich bleib mal auf der Seite. Hast du schon wieder was Spinniges gefunden? Ja. Kannst du das auch mal sein lassen? Ja. Oh. Eine Forschungsstation. Also die braucht man nicht zum Bauen nehmen. Zum Analysieren. Überall hast du auf der Karte so Dinger. Haben wir jetzt festgestellt. Ja. Wir können also frei irgendwo... Oh, noch eine Spinne. Will ich aber nicht bauen. Hier sind ganz viele Spinnen. Warte mal, bleib mal hier. Nein, 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 nein. Warum denn? Ich geh mal erst. Komm schnell.
Muss man immer trinken. This is probably not a good idea. Ich weiß, dass das keine gute Idee ist. Da unten ist auch so eine Dose im Wasser. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Da hinten siehst du. Läuse-Honigtau. Oh, das ist eine Spinne. Du drehst dich um und du guckst der Spinne ins Gesicht, ey. Bah. Wie ich denn jetzt hingekommen? Genau. Komm, wir versuchen mal da unten hinzukommen. Wenn wir hier... Warte mal. Ja, das Wasser kannst du auch nicht trinken. Doch, das Wasser kannst du trinken. Das ist ein künstlich angelegter Teich. Das habe ich ja eben auch problemlos getrunken. Echt? Ja. Okay. Pass auf. Hier. Put a poncho label on it and nee. It's probably drink this up. Call it swamp cooler? Komisch. Ja, ja, stimmt. Habe ich mir das eben noch eingebildet. Ich dachte, ich könnte Saft trinken. Oh, ich wollte oben in den Blumenkasten, da sehe ich ein dickes Spinnennetz. Und da ist auch eine Spinne drin. Yes, I can go inside this can. Oh, was ist das? Ein Ring, oder? Kann den aber nicht aufnehmen. Weil mein Inventar voll ist. Ja, dann lass uns mal Richtung Heimat und dann können wir hier gucken, was wir machen wollen. Das Läuse, das macht einen Durst weg. Dieses Läuse-Honig-Dings, ja, habe ich gerade gesehen. Das hat mir richtig gut getan. Das hatte ich dir aber eben gesagt. Ich hatte das verwechselt mit was anderem eben. Schatz, lass uns zurückgehen. Ja, zu Heierbettchen. Will ich ja. Nee, zurück da. Warte mal, ich muss auf die Karte gucken. Warte. Ja, die hat schon eine gewisse Größenordnung. Ja. Und siehst du, da ist noch mehr. Hier ist auch noch irgendwo, oder? Ja. So, wo sind wir denn jetzt? Da. Da ist die Spinne. Ich gehe hier unten lang. Wo müssen wir denn hin? Da bin ich. Die Richtung müssen wir wieder zurück. Forschungsstation ist da. In die, ja, Richtung. Aber hier musst du echt mit Vorsicht gehen. Hier, da ist wieder Nektar. So ein anderes. Hier ist nochmal Nektar. Ja komm, lass uns gehen. Ich bin sowieso randvoll. Ich kann nichts mehr machen. Oh, guck mal da unten. Boah. Hier ist ein Nagel. Auch nicht schlecht. Ja. Wir müssen hier unten rum.
In diese Richtung da. Irgendwo muss er daher durchkommen. Hier ist ein Durchgang. Geh da mal durch, das ist ein Spinnennetz. Ich wünsche dir viel Spaß. Na, hier ist eine Ameise. Oh, da. Das haben wir auch gesehen. Ja. Ich geh mal ein Stück weiter. Irgendwo muss ich auch durchkommen. Wurde nicht gerade kreucht, befleucht, oder? Du heiliger Mann. Kannst du drunter klettern? Du weißt aber, wo du durchgekrabbelt bist, ja. Durch ein Spinnennetz, ja. Aber drunter her. Ich finde das so eklig, wenn ich da rankomme. Kommt die Spinne, die gerade um die Ecke kommt. Wo? Ja, komm weiter. Das ist aber nicht unser Zuhause da. Nee. Oh, jetzt müssen wir in die Richtung einschlagen wieder. Da. Ja, das ist ganz nett. Hör mal. Ist niedlich gemacht. Hier ist es doch schon wieder so unheimlich. Schatz, renn nicht so schnell. Schatz. Du stehst vor der Spinne und dann. Stehen bleiben nutzt auch nicht viel. Doch! Genau, komme nie vom rechten Weg ab. So, jetzt hier hinten rüber. Ja. Ja, wir hätten nur durch die Eiche wieder durchgehen brauchen, dann wären wir wieder auf dem richtigen Pfad, aber ist ja wurscht. Aber Bedrohung, das. Oh, Ameisen. Gut. Trotzdem. Böse Ameisen. Rechts. Lauf! Rechts. Hier. Lauf! Ja, Schatz. Obwohl, man muss ja auch mit einem auseinandersetzen. Aber dann hast du andere Waffen. Rechts. Da sind wir vor der Haustür. Kommen Sie rein, junge Frau. Blütenblatt. Lockfalle. Doch, wir finden nach Hosen. Ganz so doof, wie ich aussehe, bin ich ja dann doch nicht, ne? Also, wir können im Prinzip eine Basis bauen. Na, verkehrt ist es ja nicht, wenn man so ein bisschen mittig bleibt, nur wenn man auf allen. Ja, du weißt ja gar nicht, was momentan mittig ist, das ist es ja, ja gerade. Aber ich weiß, dass da auch wie im Baumhaus oder am Baumhaus ganz irgendwas war da. Quadratische Dachecke. Läuse latschen kannst du dir machen. Ja, hab ich eben auch schon gesagt, Schatz und Maus. Eichel, Dachecke, Dachecke. Naja, gut, da ist nichts anderes zu machen. Spießgel, Smoothie, Küche, Pilzbrett,
Nützliches, offenes Zelt und Vorratskorb, Vorratskiste können wir jetzt machen, Plattenlager, Balkenlager, Spinnrad, Wegmarkierung, Wasserbehälter. Fallen, Dekorationen, Rohstoffe. Ja. Ja, die Pfeile kann man uns auch mal irgendwann machen. Karte. Ausbau, also von der Thematik her, wenn du dir das mal so anguckst, von der Karte ist da richtig Platz drauf. Das ist der Teich, wo wir gerade waren. Hier ist das Haus, was wir gesehen haben. Also da ist richtig was hinter. Selbst wenn das jetzt noch eine Early Access, glaube ich, ist, oder eine Alpha oder Beta. Ne, Early Access. Da ist schon richtig was hinter. Und das ist jetzt der maximal rausgezoomt. Und wenn du maximal reinzoomst, dann hast du also hier schon einen ordentlichen Bereich, wo du auch was entdecken und finden kannst. Von der Thematik. Es ist ein reines Survival-Spiel. Es ist wie Conan oder Rust, schätze ich mal. Die Bautechnik, also dieses Blaue zum Planen. Also du kannst erst mit dem Blauen etwas planen, aufzubauen. Dann setzt du das Blaue, dieses Skript, setzt du dann ab. Und baust es dann erst fertig. Dadurch sparst du dir natürlich gerade beim Hausbau enorme Ressourcen. Das ist schon eine coole Geschichte. Also ich finde es ganz witzig. Es ist halt eben aufgrund der Thematik, dass du... ja, ich brauche wieder was zu trinken. Aufgrund der Thematik, dass du halt eben eine komplett andere Perspektive hast. Dass du sowas in dieser Perspektive noch nie gesehen hast und mit sowas noch nie konfrontiert worden bist, ist es natürlich ungewohnt, dass die meisten nach kurzer Zeit an dem Spiel ihren Spaß verloren haben, kann ich verstehen. Gerade auch die ganze Menüführung in Englisch, egal wie gut ich Englisch kann, das stresst. Mit X kannst du es absetzen, dann hast du die Planung, jetzt kannst du es noch abreißen. Ohne dass es dich was kostet, kannst du es drehen und alles. So Zutaten. Ja, dann musst du wieder B drücken, sonst kommst du aus dem Menü nicht raus. Das ist schon cool. Also ich finde das Spiel niedlich. Ja, guck mal, du kannst ja auch bei euch warten, du kannst Lampen bauen. Ach, da kannst du Kleidung bauen, du kannst, was habe ich gerade gesehen, alles hier, Wasserbehälter, Saftfänger. Sag mal, was sind einfach die Ernte leichter. Du hast da wirklich Essen. Also dafür, dass es ein, Early-Spiel ist, ist es schon ganz witzig. Ich denke mal, das ist für ein oder zweimal die Woche eine gute Thematik. Man muss jetzt einen anständigen Platz finden, wo man was bauen kann. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann kann man sich so langsam aber sicher mal einrichten und... Ja, vor allem hochbauen, ne? Ja, ob jetzt eine Spinne kommt, auch hoch. Die Spinne kann hochgehen. Ich habe das gesehen gehabt irgendwo, dass sie ja. Wie ein Baumhaus. Da müsste man sich nochmal irgendwie... Das kann, hat ja auch sicher was mit dem weiterführenden Level zu tun. Mhm. Ne? Ich denke mal, das kommt noch. Wir haben Orte bis jetzt 1 von 9 gefunden, Labore 1, Forschungsstationen 1 von 2. Mhm. Die Gruppenauswahl ist schön. Was nett ist, ist, dass man zusammen in einem Spiel spielt, also dass man die Quests und Ich hab die Ego-Perspektive weg.
dass man die Quests und die Erfolge gemeinschaftlich zusammen macht. Also entweder der eine kann es machen oder der andere kann es machen und es wird für beide gewertet. Ja. Das ist schon eine richtig coole Geschichte, gerade wenn man zusammenspielt. Mir gefällt es, ich denke mal Ela, so wie ich dein schätze, auch. Und wenn sie mir jetzt noch sagt, wie ich die blöde Perspektive loswerde, dann gefällt es mir noch besser. Guck mal hier. Guck mal hier, wie kommst du denn in dieses Menü? Ja, nach unten. Steuerkreuz nach unten. Und dann oben. Spielkamera umschalten. Oh Gott, ist das schön. Ne? Also das ist schon eine echte... Na, was heißt eine echte? Aber es ist nur eine schöne, interessante Perspektive. Dann kann man das nicht in die Höhe bauen, ein bisschen geschützt auf bei den Spenden. Ja. Ey, was hast du denn da auf unserem Ding? Die Blattlaus ist hier einfach, ne? Dann überhaupt. Oh. Hier kannst du das Läusefleisch hier einsammeln. Okay. Also gefällt, macht Spaß. Better than starving, I think. No water filtration tablets needed. Die Eichelbrocken bringen dir richtig Nahrung. Echt? Ja, die bringen dir richtig Nahrung. Okay. Ja, und die, ach Quatsch, da muss ich oben rein, Inventar. Da muss ich noch ein bisschen mit vertrauter werden. Ja, es gefällt. Man muss jetzt einen anständigen Bauplatz finden. By the power of Helion, champion of the sun. Bevor man da jetzt weiterbaut und im Spiel an sich weitermacht, wäre es angebracht, einen anständigen Bauplatz zu finden. Der... Ich würde mal sagen, hier, die Kante wäre vielleicht nicht schlecht, so von der Thematik. Ja, müssen wir uns nochmal angucken, dann nur. Ja. I've had worse, I guess.